Willkommen bei der Foodschau und heute gibt es für euch die geforderte Sorte von einigen auf Instagram und auch auf YouTube. Pringles Butter Karamell. Butter Karamell war in einer der Vernasche die Weltboxen, das müsste Hongkong gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue schon wieder. Wir testen sie nämlich gleich für euch. Geruchlich kann ich euch schon mal sagen, riecht es interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob es so Butterkaramell riecht. Ich habe Butterkaramell anders in Erinnerung vom Geruch. Aber es riecht interessant. Süße Chips. Kalorien kann ich euch gar nicht so wirklich direkt sagen. Stehen ja, glaube ich, irgendwo drauf. Ich habe aber leider den Beileger weggeworfen und ich habe vergessen, hier eine Übersetzungs-App vorher anzuschmeißen. Ach doch, blöd, ne? Ja, da oben in schwarz. 527 Kalorien. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich habe heute nicht gelesen. Den Rest kann ich euch leider aber nicht übersetzen. Wir gehen in die Nahaufnahmen. Ihr könnt einmal ganz kurz die Chips sehen, wie sie aussehen. Ihr werdet nicht viel sehen. Es sind relativ kleine Chips. Auch bei Pringles in Asien, finde ich, sind die Dosen auch kleiner. Ich komme manchmal gar nicht mit der Hand da rein. Und ja, danach probieren wir sie. Ihr geht also jetzt schnell in die Nahaufnahme. Und da sind wir mal gespannt, ob süße Chips mit Butterkaramell wirklich schmecken oder ob das total abartig ist. Also, bis gleich. Und ja, jetzt schauen wir uns an. Sweet Flavor, Pringles, Butterkaramell. Da sieht man es auch nochmal. So soll es gemacht worden sein. Und so sehen sie aus. Ja, sehen aus wie normale Pringles. Etwas in dieser kleineren Form. Das ist ja da in Asien, glaube ich, momentan sehr angesagt. Bei uns sind die irgendwie gefühlt immer größer. Ja, und dann seht ihr halt, dass da der Geschmackspulver drauf ist. Die Zutaten, Nährwerte müsst ihr selber identifizieren. Ich mache es einmal so. Aber könnt ihr so ein bisschen die Nährwerte wenigstens sehen. Ja, und jetzt ist die große Frage, wie schmeckt Pringles Butterkaramell? So, ihr habt es gesehen, viel kann man nicht sehen. Jetzt geht es darum, wie schmeckt Butterkaramell Pringles? Es ist so ein bisschen suspekt, wenn man es probieren will, aber naja. Nach was schmeckt das? Das ist nicht schlecht, muss man ehrlich sagen, im Verhältnis. Schmeckt zu Butterkaramell? Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also man hat so eine ganz leichte Note. Kann ich an sich gar nicht bewerten. Die sind relativ neutral. Also die haben eine leicht süße Note. Du erwartest von dem Chip ja, dass er salzig ist und Co. Er ist schon süß, nicht mega süß oder so. Er ist wirklich dezent süß. Du hast so eine leichte Karamellnote. Die ist wirklich ganz dezent. Ist aber nicht eklig. Punktemäßig mit 3,5 von 5. Es ist okay. Ist ein netter Gag, glaube ich, auch wenn man mal so Lob für Leuten schenkt. Gerade eine süße Pringles-Version. Das ist man nicht so erwartet. Kann man aber echt mal probieren, wenn man sie sieht. Ich finde die nicht schlecht. Würde ich mir nicht gezielt wieder kaufen. Ich würde sie eher verschenken, wenn ich sie nochmal sehe. Hier werde ich auch nochmal im Büro probieren lassen. Da sind ja genug drin. Und ich sage jetzt schon mal, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, eine süße Pringles-Version hat euch gefallen, das mal zu sehen. Wie gesagt, Asien, Hongkong, in der Region gibt es die. Vielleicht irgendwann auch mal in Deutschland. Ich sage danke fürs Zuschauen. Darum, Daumen nach oben, Glocke an. Abo hier oder hier. Gerne einzeln bei den anderen Videos schauen. Wir sehen uns in den nächsten Videos bei der Foodschau. Ciao, euer Bob.